Brumm, 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 brumm. Moin, moin, Leute, und willkommen zum neuen Video. Heute sind wir mal wieder in Zweden und heute sind wir an einem ganz besonderen Platz. Viele kennen das aus dem Internet. Ich habe selber mal das Video auf YouTube gesehen, den Autofriedhof in Schweden, und genau da sind wir heute. Und ich sitze gerade in diesem bekannten Postauto. Mega geil. Gerade wenn man so ein bisschen sich für alte Autos interessiert, ist das echt richtig, richtig spannend. Also ich würde mal sagen, wenn ich mit meinem Vater hierher fahren würde, der würde den ganzen Tag hier rumlaufen. Der würde den ganzen Tag hier rumlaufen. Verrückt, oder? Mega interessant, kann ich jedem nur empfehlen, der mal hier in der Nähe ist. Fahrt hier hin, guckt euch das an. Das ist einfach, ja, als wenn man irgendwie 50 Jahre eine Zeit zurückgeschmissen wird. Hier stehen halt wirklich nur, das ist eigentlich alles Oldtimers. Verrückt. Ja, der Weg hierher ist natürlich crazy, ne? Man fährt nur durch den Wald und ja, nur Schotterpiste. So, jetzt laufen wir ein bisschen rum und gucken einfach mal ein bisschen rum. Boah, einmal aus dem Auto raus hier. Moin, Meister. Moin. Ich möchte hier gerne ein Auto kaufen. Kommen Sie rein. Das gute Was Post brauchen Sie denn? Das gute Postauto hier. Das gefällt mir ganz gut. Das ist noch richtig gut in Schuss, die Karre. Das Postauto? Ja. Was willst du dafür haben? Willst du dafür haben? Ja, ja. Die Frage ist, was du dafür haben willst. Willst du dafür geben, ist die Frage. Ich will es dir kaufen. Was willst du für geben? Ein Euro? Euro ist ein guter Preis. Schönen Tag noch. Also das ist ein Privatgrundstück, die können sich jetzt auch langsam verpissen. Oh, hier geht hier die Tür auf. Hier liegt einfach eine Zeitung von 1996. Ehrlich? Ja. Ja, verrückt. Ja, es ist alles total verrückt. Da hinten ist das. Was denn? Ich schrank mal an. Nee, ja, das ist ein Bad. Hier liegen ja auch noch ein paar gute Dachlatten. Mensch. Ein gutes Feuerholz. Boah. Krass, ne? So, was haben wir denn noch hier so stehen? Ich denke mir die ganze Zeit, ich würde am liebsten in jedem Auto rumwühlen und unter die Sitze gucken. Hundertprozentig findet man in irgendein Auto noch eine Münze. Oh, da vorne steht ein alter Mercedes. Hier steht auch noch ein Käfer. Ja, ist halt alles kaputt gegammelt, ne? Da ist sogar der Keilriemen hinten noch drauf. Verrückt, ey. Ist total verrückt. Hier vorne steht noch ein Käfer. Ja. Ich hoffe, da hinten steht sogar ein T5-Bus, ein Schrottiger. Das muss der neueste Wagen hier sein. Geil, oder? Geil! Ja, total verrückt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute hier schon den Kofferraum mal aufgemacht haben, um reinzugucken. Okay, liegt ein alter Grill drin und Haufen Flaschen. Ja, mal ran. Da links hängen noch Klamotten. Ja, echt. Da steht echt ein Klavier. Ich kann hier. Ich passe mit der Kamera nicht durch. Da hinten. Da steht ein Klavier. Gleich die Hand ab wie im Horrorfilm. Ja, Mann, dachte ich auch schon. Aber mit dem Schlüssel passiert nichts. Nee, das ist die. Ja, das ist ja alles bewegt. Ja, ich denke mal, die haben das mittlerweile alles zugemacht, dass die Leute da nicht mehr reingehen, weil das auch, glaube ich, alles einsturzgefährdet ist. Kann gut sein. Ja, aufpassen sollte man auch. Hier gucken die Neger raus. Oh! Oh! Rein da. Rein da. Das war hier also die Brauerei oder was? Mal gut, dass ich hier meine Kernlampe dabei habe. Ah, ein alter Keller. Alter, hier sind auch Einmachgläser und sowas? Ja, wirklich, guck mal an. Da ist noch was drin, ne? Weißt du, wie ich mir gerade vorkomme?
wie bei Wrong Turn. Kennst du den Film? Ja, den Horrorfilm. Ja. Das ist ja wie bei Wrong Turn. Okay, die Frage ist, wer nimmt Macht an diesem Wein? Verrückt. Die sind auch Bohnen oder sowas. Ja, guck mal. Die kannst du safe auch noch essen. Rhabarber? Ja, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, heute Abend gibt es ein Glas Kirschen, oder? Meinst du? Schöne Kirschen? Boah, guck dir das mal an. Alter. Ich glaube, das stirbst du von, oder? Wenn du das trinkst. Bist direkt tot. Und das ist Rhabarber. Ich glaube, das ist ein Rhabarber. Ja, das ist doch wirklich Rhabarber. Ja, ist das verrückt, Leute. Hier steht sogar noch Stoff sogar. Ja, der Korken ist schon halb weggegammelt. Was ist hier drin? Ist ein alter Ofen? Ja, nee, ist ein alter Tresor. Nee. Ja, das ist zu, doch, sieht so aus, ne? Aber ist zu. Hm. Verrückt, die hat noch keiner aufgemacht, den Tresor hier. Nee. Ja, was ist das hier oben drauf? Ja. Das ist massig, das Ding. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier steht ein Tresor rum. Und der hat noch nie einen aufgemacht. Ich finde das irgendwie ein bisschen unheimlich. Wenn ja, ich sag ich ja, wie ein Horrorfilm. Hier sind da Glühbirne alles drin. Hier hängt da immer auch ein Mantel, weißt du? Was ist mit den Leuten passiert? Ich wohne hier wirklich noch leer. Guck mal. Auf gar keinen Fall. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, wie alt mag diese Mütze sein? Die hängt ja doch noch keine 80 Jahre. Weiß ich nicht. Ja, das ist echt gruselig irgendwie. Ich finde das richtig verrückt. Hier sind noch Knöpfe haufenweise. Hier ist ein Bett, da ist was von Husqvarna. Haufen Unterlagen. Hier ist noch ein Klavier, ob das noch geht. Nee. Hier ist einfach noch ein Bild. Das ist schon ultra gruselig. Jo, das Bild habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, hier steht auch noch ein Käfer. Guck mal, hier sind sogar, hier ist so ein Reuse hängt hier, glaube ich, Adi. Ja, ist noch einmal eine Reuse. Da habe ich die alte. Ich guck trotzdem mal rein, die Neugier einfach. Puh. Okay. Ich will einfach auch ein alter Traktor. Verrückt. Aber mega geil. Dass es so einen Ort gibt. Ich finde es auch echt richtig spannend. Was ich schade finde, ist einfach, dass Leute, die diesen Platz hier besuchen, einfach wieder alles vermüllen. Ja, heftig. Wir sind jetzt ein bisschen länger auch durch Norwegen gefahren. Und eine Sache frage ich mich. Ich habe das heute voll oft gesehen, dass immer diese Schuppen so gesehen auf so Steinen stehen und die restlichen Häuser immer auf dem Boden gebaut sind. Warum ist das so? Ich begreife das nicht so ganz. Falls es jemand weiß, schreibt es mal unten in die Kommentare. So, hier haben wir noch einen Wohnwagen. Adi, meinst du, der hat noch Substanz? Wenn wir Anhänger gut nass werden. Ja, können wir hier das Bäume mal ein bisschen aus da. Der Reifen, wie zerfleddert der einfach mittlerweile ist. Den können wir mal restaurieren, oder? Guck mal rein, da ist das neue noch nicht von. Brennholz ist hier schon mit drin, ja. Dann haben wir eine Spüle. Ja, nicht schlecht. Oh, ich muss hier raus, Haufen Viecher. So, ich habe noch einen alten Traktor entdeckt. Steht hier einfach so mitten im Wald. Batterien noch. Ich will mal wissen, einfach wie viele Jahre der hier schon steht.
So, hier steht noch so ein Postauto. Ich finde die echt cool, diese Postautos, ne? Boah, hier ist der ganze Wald ist ja auch noch voll. Da ist auch noch mal ein schöner Käfer. Dass es wirklich so weit gekommen ist, dass sich, ja, dass nicht vielleicht irgendwer das Auto weggeholt hat und den zurecht gemacht hat oder so. Sondern die wurden einfach hier stehen lassen und vergammeln wirklich. Sieht geil aus mit dem Bus. Also das sieht echt geil aus, das Bild. Crazy. Ich bin echt am Rätseln, was das hier für ein Bus ist. So ein bisschen denke ich, ist ein VW, aber das ist kein VW. Hey, hier stehen auch noch mal zwei Autoreihen. Hier steht noch mal ein Käfer. Ah, das hier war bestimmt mal die Werkstatt. Alter Juni, guck mal hier rein, wie vollgemüllt das ist. Abnormal. Alter. Das ist ja alles. Also kein Scherz, aber der Schrott steht hier mindestens einen Meter bei drin hoch. Boah, ist das viel Schrott einfach. Ja, das ist so viel Müll. Also Vermüllung pur, ohne Witz. Wird doch die nächste Mal der Jahre noch weggehen. Ja. Hier liegen gefühlt 1 Million Reifen. Hier ist irgendwie ein halber Traktor. Der Motor irgendwie fehlt alles, aber die Vorderachse liegt ja noch. Hier ist sogar ein riesengroßer Wagenheber, guck mal an. Hier ist eine alte Frittenbude oder so. Hier unten, was hier drinnen liegt, verrückt. Fässer, Rasenmäher. Rasenmäher, Fässer, Reifen ohne Ende. Denn sogar Weißbandreifen. Da! Kamera fokussier. Guck dir mal an die Pegel da weg. Ja, so richtig ölverseucht, ne? Ja, ich will nicht wissen, was hier aus dem Grundstück rausdrückt dann. Weil ich glaube, die meisten Autos wurden hier wirklich mal abgestellt und sind einfach vergammelt und irgendwann gammeln ja auch die Öltanks und so durch und dann geht das alles in den Boden hier. Das ist aber alles Wasserpumpen hier vorne. Das ist alles Wasserpumpen oder so oder Anlasser. Hier werden sie sogar schon aufeinander gestapelt. Also ich muss ehrlich sagen, dass dieser Ort ist irgendwie faszinierend, aber ich finde ihn auch verdammt gruselig einfach. Jo, hier geht's auch noch, guck mal an. Verrückt. Total verrückt. Guck mal hier, wie lange die Reihe hier noch geht. Doch, da hinten geht's noch weiter. Auto an Auto. Hier auch wieder ein alter Käfer. Da gehen wir ein Stückchen mal lang. Ja, da ist ein Auto schon, ja, was nur noch die Reste, die davon übergeblieben sind. Ja, da oben, guck mal. Das ist doch nicht mehr normal. Noch ein Käfer, noch ein Käfer. Noch ein Käfer. Okay, hier hinten hört es dann mal auf. Aber hier vorne sehe ich, hier liegen Haufen Kotflügel für VW Käfer rum. Alles voll. Warum sind die da gelandet? Puh. Ich frage mich auch, wie er die Autos hier eigentlich geparkt hat bei den ganzen dicken Steinen und so. Ist er einfach hier rübergefahren und. Ja, ich habe so viele Fragezeichen einfach gerade. Das hier kann mal echt, glaube ich, ein T1-Bus gewesen sein. Oder ein T2. Alle beide hier vorne, glaube ich.
Oh, hier, guck mal. Es sind einfach kein Ende. Von hier oben geht es auch noch weiter, ne? Die Richtung sind wir gar nicht gegangen. Ja, aber ich habe genug Autos jetzt gesehen mittlerweile. Ich muss auf jeden Fall bei Google nochmal gucken, wieso, weshalb, warum diese ganzen Autos hier rumstehen. Ich habe das schon mal nachgegoogelt, aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Boah. Es nimmt kein Ende. Jetzt schauen wir uns den rostigen Bus da vorne noch an, oder was? Lass uns mal den Wald, der sieht noch gar nicht so alt aus. Ja, der passt hier irgendwie nicht rein, aber der ist ganz schön rosty. Ich glaube, 10, 15 Jahre wird der jetzt hier stehen. Der schreibt sich auch Geschichte. Der Bus schreibt auch irgendwann mal Geschichte. Der landet hier auch mal. Der landet hier auch mal. Wir sind jetzt einmal hier rumgegangen, haben uns alles angeguckt. Also echt mega interessant für jeden, der hier mal in der Nähe ist. Fahrt hierher, guckt es euch einfach an. Es ist wirklich spannend und irgendwie total verrückt und irgendwie kann man es nicht begreifen, warum, weshalb, wieso. Aber irgendwie ist es auch schön, dass es sowas gibt, weil hier ist irgendwie die Zeit stehen geblieben, weil das alles nur so uralte Autos sind. Geschichte, ne? Ja, ich fand es wirklich mega interessant. Hab mich gefreut, dass ich einfach mal hier war und mal ein bisschen geguckt habe. Ja, ich hoffe, ihr konntet auch so ein paar Einblicke mitnehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.